Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 11. bis 17. Dezember 2023. Das sind die Themenkarten von Andreas Welt. Aha, und das Thema ist schon gefallen. Es geht hier um die Lupe. Das heißt, man vergrößert etwas, man schaut ganz genau hin. Ja. Als Zusatzkarten verwende ich noch die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Aha, da fallen schon zwei raus. Das Kind und die Vögel. Ja, und bevor ich es vergesse, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt bitte. Ein Abo ist für dich völlig kostenlos. Mir bringt es sehr viel. Wenn du magst, drück nebendran auf die Glocke, dann bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Und natürlich freue ich mich über jedes Like, wenn dir das Video gefallen hat. Ja. Es geht hier um einen Neubeginn, der wohl mit sehr viel Wirbel und Chaos beginnt. Für den einen oder anderen kann sich das hierbei auch um ein kleines Kind handeln, aber wirklich um ein kleines Kind, wo so wegen diesem Kind alles ins Durcheinander kommt, alles chaotisch wird, wirbelig wird. Ja, jetzt möchte ich doch gerne noch mal diese beiden Karten abklären. Eine Karte bitte noch zum Kind. Eine Karte bitte. Will nicht. Eine Karte bitte, sonst muss ich ziehen. Okay, der Turm. Eine Karte zu den Vögeln. Da fallen gleich zwei raus. Da haben wir die Schlange und den Klee. Also für die meisten von euch geht es hier um diesen Neubeginn. Und ihr betrachtet es also ganz genau und ihr macht euch hier auch Sorgen wegen diesem Neubeginn. Deswegen schaut ihr auch so genau hin. Ja, für einige von euch wird es einfach um etwas Selbstständiges gehen, um etwas Eigenständiges, aber auch etwas, wo ihr Verantwortung übernehmt. Und für viele von euch sehe ich hier auch so eine gewisse Isolation, einen gewissen Rückzug in diesem Neubeginn. Also ihr zieht euch hier erstmal ein bisschen zurück und betrachtet, was da los ist. Und ja, ihr wollt eigentlich hier hin zu diesem Klee, zu diesem Glück, aber das lässt einfach auf sich warten. Und das scheint hier so der Grund dafür zu sein, weshalb ihr euch hier Sorgen macht. Und für diejenigen, wo es hier tatsächlich um ein Kind geht, da sehe ich auch, ihr habt so jetzt nicht so den Zugang dazu. Ihr seid von diesem Kind getrennt und es dauert euch einfach zu lang, bis ihr hier wieder hinkommt. Es verzögert sich einfach mit der Schlange. Es funktioniert nicht so einfach. Es ist alles kompliziert. Ja, sehr spannend. Da braucht ihr wohl wieder Geduld. Ich schaue mir das mal an. Wie kommt das raus? Wie geht denn das weiter?
Wie entwickelt sich die Situation? Also das geht dann wahrscheinlich über die Woche hinaus, das Buch und das Haus. Also da müsst ihr erst noch etwas Neues in Erfahrung bringen, etwas Neues entdecken, um zu dieser Sicherheit zu kommen. Ja. Da wird noch etwas aufgedeckt, gelernt. Spannend. Jetzt wüsste ich doch mal ganz gerne, was kann euch denn da noch weiterhelfen? Was gibt es denn da noch für einen Rat? Bitte um einen Rat von den Karten. Eine Karte bitte. Alles trägt einen tieferen Sinn in sich. Das ist ja spannend. Also, vielleicht soll es einfach so sein, dass es nicht so schnell geht. Manchmal ist es einfach so. Also, mal ein Beispiel aus meinem Leben. Es liegt schon sehr, sehr lange zurück. Da bin ich auf der Autobahn in einen Stau geraten und dieser Stau hat mir wahrscheinlich sogar das Leben gerettet, weil ich dadurch nicht in eine Massenkarambolage geraten bin. Also manchmal sind solche Verzögerungen auch sinnvoll und schützen einen davor. Vielleicht schützt dich diese Verzögerung auch davor, dass du einen Fehler machst, weil du in der Zwischenzeit einfach etwas Neues erfährst, was so einen Lerneffekt hat, was dir dann auch zu dieser Sicherheit verhilft, dass du hier bei diesem Neuen, was da beginnt, auch ja sicherer Entscheidungen treffen kannst, zum Beispiel. Also es liegt zwar jetzt hier keine Entscheidungskarte, aber ich spüre das so raus. Ja, sehr spannend. Ich hoffe, das Reading hat dir gefallen und wenn du magst, kannst du mir sehr gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Und dann wünsche ich dir alles Gute und vergiss bitte das Like nicht. Bis bald.